Okay Leute, willkommen zum letzten Part für heute. Und ja, ich will danach ein anderes Projekt aufnehmen. Kannst ja dabei sein, aber da musst du still sein. Komm, zeig, was du zeigen wolltest. Musst du schließen? Das ist ein wichtiges Projekt für mich da. Welches? Wirst du noch sehen. Okay. Also wir haben Kizaru gelevelt bis Level 7. Bei der Stelle, wo man mit seinem Bingo-Verteidigung... Kauft er weiter? Nein, ich spare erstmal für die anderen, gut, besseren Sachen. Achso, aufheizen, was war da? Level 22. Schaffe ich nicht. Okay, also das sind spezielle Level, wo man Geld verdienen kann und Bedingung dafür ist Level 22. Naja. Also man muss 22, man muss nicht 22 sein, aber man kann. Man sollte. Man sollte. Okay, Impel Down. Und jetzt spielt Musti. Danach, ich habe dir erzählt, dass ich eine neue Spiel... Kannst du überspringen, habe ich dir im letzten Part ja schon gezeigt. Weißt du, Radiant History habe ich dir erzählt. So ein Spiel, mit wo man zwei Geschichten, zwei Zeitreisen machen muss oder so. Ach so. Das ist ein, das will ich so, so ernst spielen. Also ohne Störung. Ohne Witz oder so. Ja, das ist ein ernstes Spiel. Kein Witz, da kann man echt keine Witze machen. Ja, natürlich, wurde von so ein bisschen zu stecken. Mach dieses Mega-Combo-Ding da. Hab ich schon gemacht, ey? Nein, nein. Ja, das da. Irgendwen musst du davon noch treffen. Da kann Zora als Support-Charakter machen? Ja. Dein Schwert. Ich hast du sehr wenig Schaden bekommen. So, Nami und die sind gleich tot. Jetzt mal Robin ein. Und tschüss. Das Essen. Sieben musst du auch noch umbringen. Die ist auch gleich tot. Sag mal Frankie? Ja. Ja, genau da, wo ich abholen wollte. Egal, nur Nami. Ikariki. Ja, natürlich, jetzt besiegt er sie. Egal, er ist auch gleich tot, sein Leben. Scheiße, Mann. Essen! Ich hab noch 10 Jahre in der Luft. Oh. Ihr übertreibt Zorro. Warte, wer hat da? P3, P3. Ja, ich weiß, sehe schon. Okay, geschafft. Jetzt noch diesen komischen Gum-Gum-Fress-Ding da. Ich hol lieber. Okay. Gammelfleisch! Ist in der Luft bleiben? Hast du gerade gesehen, was aus einem Fleisch geworden ist, ein Pilz? Das ist lustig. Ah, dreimal Hilfsfiguren, okay. Und was verstärken jetzt? Leben, oder? Ja. Speichere das ist nicht ausschalten, okay. Runter. Besiege dann. Okay, da kann man ja irgendeinen auswählen. Kann man eigentlich nur mit. Versuch doch mit Zorro. Nein, Level 11. Das ja, du hast auch gerade mit Level 7 das geschafft. Ja, das ist Anforderung 11 und ich bin... Ich war 7. Anforderung 11 und er ist 3. Ja, okay. Dann such dir einen aus. Ja, guck mal, Kizaru kriegt auch immer 3. Ach so. Und die anderen kriegen immer 2. Naja, ab einem bestimmten Zeit kriegen die anderen. Ach, Strohhut, was suchst du hier? Guck mal, Buggy plus 3? Bedenke, mit wem du sprichst, immer so selbstsicher. Immer noch Mr. 3 für dich. Beginnen wir mit der Operation Strohhut als Köder verwenden. Bis dahin habe ich nicht gespielt. Nein. Ach ja, diese SM-Frau da von Impel Down. Die Stelle, dieses Level kenne ich nicht. Selbst. Ich habe es bis dahin nicht gespielt. Verbrenne, du Bastard. Du hast ihn noch besiegen, oder? Ja.
Diese Spezialattacke machen? Gleich. Verteidigung plus, gut so. Warte, nein. Er muss wieder. Verdammt, ich wollte ihm so ein Dummkopf. So ein elender Dummkopf. Ach, Stroh, du Kleiner, das wirst du mir büßen. Wir haben wohl versagt. Jetzt haben wir mit. Ah. Wir sollten mit Waffi das machen. Okay, das war gut. Ah, kriegen wir nichts, schade. Erreichte mehr Punkte als das gegnerische Team. Okay. Ich gebe alles, was ich habe. Stirb einen schicken Todes. Los geht's, ich bin bereit, loszuschlagen. Also du gegen Buggy wieder, oder wie? Wahrscheinlich schon. Ach du Scheiße, gegen sich selbst, oder was? Ach so, alle gegen... Geht es da unten weiter? Ja. Wusste ich gar nicht. Ah, die kämpfen gegenseitig, oder? Nein, das ist ein Team. Echt? Ja. Das sind voll die Dummköpfe, finde ich. Yeah! Ist einfach so Eislevel unter den Lava, ist klar. Yeah! Ivankov, was geht, du alte Schwuchtel? Yeah, wusste ich gar nicht. Verprügeln sie gerade dein Mr. 3? Oder Mr. 4? Achso. Warte, momentan führst du noch, gut so. Was liegt er am Leben? Oh nein, nicht dieser Spaß. Und da ist der andere Kanacke. Da sagt doch. Okay. Oh, verdammt, jetzt sind die einfach. Verdammt, egal, dann machen wir das anders. Er sagt Bescheid. Jo. Smoker, Frankie. Wächst jetzt immer wieder. Hier, yeah, Mann, verprügelt. Okay, du führst eiskalt. Er kommt nicht runter, der Hund. Er kommt nicht, er ist eine feige Sau. Sein Wettner fällt gleich irgendwie in die Lava rein, weil er so ein Dummkopf ist. Ey, der ist natürlich noch eiskalt treffen sollen. Sag Bescheid, wenn ich Frankie einsetzen soll. Mhm. Kannst aber einsetzen. Ja, da fällt in die Lava nicht. Kannst du die Jet-Pistole machen als Spezialattacke, ja. Das zweite ist aber eher am besten, deshalb. Achso, okay. Die dritte könnt ihr auch noch holen, aber erst wenn ihr es haben. Was heißt das mit Lockpot? Alle kommen dann sofort. Ah nein, doch, die DP wird ganz so. Du hast Reis verprügelt, okay. Muss sein. Ich wollte ihn fangen und nach Schleudern damit. 9 Minuten sind vergangen, gut. Yeah! Yeah! Oh yeah! Geld, Money. Warte. Wartet, Leute. Weiter geht's. Machen wir so. Aha, wenn du Probleme hast, soll ich dir dann helfen? Ich revanchiere mich immer für meinen Gefallen. Mr. 3 ist jetzt in deinem Team. Haben wir jetzt 15 Freunde? Nein! Glaube ich nicht. Man kann es ja sehen mit Start. Während du vergiftet bist. Da steht der Level 5.5. Da stand gerade wirklich Level 5.5. Nein, das ist der Name. Das ist diese Ebene. Ach so, ich dachte irgendwie jetzt an... ich sterbe langsam oder so, 4.0. Los geht's, ich bin bereit loszuschlagen.
Ah, willkommen, Newcomerland. Seid ihr bereit, meine kleine Schwuchtelis? Ich schon nicht. Ja, Abdul 4. Ivan, mit dir werde ich überall hingehen. Na los, hiho. Okay, gegen wen musst du jetzt kämpfen? Ivan. Hiho. Hiho. Was kann der für Fähigkeiten eigentlich? Hiho. Bist du jetzt vergift? Oh, ja. Scheiße. Warte, bist du so lange ja. Bis du stirbst oder wie? Ja, oder bis er stirbt. Okay, du hast geschafft. Glück gehabt. Zum Glück hast du so viel LP. Mit mindestens 10 LP. Hier, du hast mehr schon. Punkt, es waren 25. Ich geh mit zum Shop. Aber willst du nicht mehr Support oder irgendwie verstärken? Das kann dir echt helfen. Nein, Support ist so dafür da, dass sie so. Ja, aber wenn so du bei einer Mission bist, wenn du in einer Mission bist, wo man Support irgendwie Gegner töten soll. Nein. Es gibt so bestimmt. Gibt es aber jetzt? Ja, gibt es doch. Ich hab da welche gesehen. Ja, würdest du jetzt machen oder ganz am Schluss? Ja, okay. Ist besser, also dann kriegst du noch. Ja, du kannst jetzt folgende für Robin, okay. Okay. Bis zum Shop. Nein, kurz im Shop, ja, genau. Ah nein, rechts ist der Shop. Was musst du jetzt dafür machen? Wie siege dann? Mit Jimbei kämpfen. Yeah, Jim. Krokodil, du fasst mir. Was? Du fasst mir Boss Whitebeard nicht an. Also sollte ich dich besser gleich töten? Boss Whitebeard, das klingt irgendwie behindert. Jimbei! Fischmenschen Karate. Er ist eh in die erste Stelle. Wer? Jimbei? Ja. Er kann ja das alles nur? Was für ein Schwachmatenkopf ist der denn? Er kann nicht kämpfen. Der Krokodil ist doch viel, viel besser. Ich weiß, er ist wirklich besser. Oh yeah. Die hat sich selber ein bisschen verletzt. Ja, das war so ein Schwachkopf wie Buggy. Ja. Hab ich was? Ja, du kannst Spezialattacke machen, zwei Stück. Verdammt, falsch richtig. Nein! Ach du Scheiße. Er ist langsam, oder? Als Hilfsfigur, also als Kara. Ja. Sehe ich schon irgendwie. Aber jetzt ist er schneller. Ja, ein bisschen. Hier. Ja, das war gerade echt unlogisch. Ich kann nicht von hier, ich kann ja von hier raus springen hoch. Warte, ich versuche mal gegen ihn. Ja, halt nur die Spezialtechnik verfehlt. Okay, die würde auch nicht so viel abziehen. Ich geh schon gegen die Tür. Kannst du springen, ne? Ja, ist klar. Ich wollte das nicht, aber egal. Von wo triffst du mich, du Hund? Ah, ich weiß jetzt. Kann ich da hin? Hallo? Ey, der ist der größte Schwachmat, den ich je gesehen habe, mal. Seine Kombos sind so beschissen. Ey, soll er den lassen? Nein, warte, ich hab eine Idee. Geh mal. Versuch mal. Der ist so ein Schwanzkopf, Mann.
Guck mal, er kann nichts! Er kann nur mit seinen, in seinen Händen kämpfen, das alles! Guck doch! Jetzt! Das ist jetzt mit Wasser verstärkt, oder was? Ja. Aber ob das jetzt hilft? Wir sehen. Guck mal, seine scheiß Verteidigung, Mann. Er soll aufhören. Sie hat zu viel abgezogen, oder? Ein bisschen. Okay, ich glaube, das kannst du vielleicht schaffen. Verteidigung oben, gut so. Beide gleichzeitig? Ja. Aber du hast getroffen. Hallo? Wie oft kannst du die Attacke denn machen? Das ist weg jetzt. Ich will, dass der seine Verteidigung. Ich mache immer das gleiche, mega. Dass es weggeht. Ja! Ja, Mann! Feigling-Attacken helfen manchmal. Aber der ist so schwach. Ihr! Ja. Aber ich weiß jetzt schon, dass dieser Charakter für mich gestorben ist. Der ist so schlecht. Egal, jetzt können wir zum Shop. Das kann man jetzt alles kaufen. Fata Morgana. Nehmen wir jetzt mal die besten. Was heißt, ne? Was heißt das Shop beim imitieren? Das ist nur so ein Bild, halt so. Okay. Halt, wenn du alles durchspielst. Aha. Alles sammeln und so. Weiter geht's dann. Besiege deine Gegner. Erreiche die meisten Punkte gegen zwei Zorros. Ja, nehmen wir das hier, das nur so neben. Das ist die Hauptgeschichte. Besiege deine Gegner. Bleib weg, Ruffy. Ace. Du bist nicht stark genug, um hier weiterzukommen. Ace, du weißt, das weiß ich erst, nachdem ich es versucht habe. Wenn du mich nicht besiegen kannst, drehe besser um. Du hast mich immer früher geschlagen, aber diesmal gewinne ich. Haha, echt, da machen wir mit. Ja, Iva. Das klingt, du hast mich immer früher geschlagen. Du hast mich immer früher geschlagen. Also ich bin. Genau. Was seine Moves hier, seine Moves mag ich doch von Ace. Ihr sofort Spezial oder was? Nein, nimm das nicht. Bin stark. Ich hoffe, wir haben mit dieser anderen Geschwindigkeit in ihr gegen gespielt. Ja. Nach dem Kampf mache ich Cut. Das ist so. Oh shit! Egal. Komm runter. Oh shit. Was ist das für eine Flasche? Kenn ich gar nicht. Das ist ein Item halt. Achso, das sind die Attacke gegen Backbeat eingesetzt. Jetzt mal jemand von den ein. Letzte Mal Inazuma. Inazuma 11! Bist du? Ich guck, du sollst auch mit einem Sportcharakter ihn treffen. Könnte sein. Du übernimmst dich schon wieder, du machst mir Sorgen. Ich werde weitermachen, versuche nicht dabei umzukommen. Achso, nein. Level 16. Du hast ein Logbuch erhalten, du kannst. Das ist ein spezieller Kompass, der in der Richtung der nächsten Insel zeigt. Nach unten, wahrscheinlich. Also eine Spezialinsel oder. Ist eine Spezialinsel? Ja, es geht auch weiter nach unten. So. Noch ein oder Cut? Noch eine können wir ja noch machen. Können wir gegen zwei Zorros, ja. Das ist kalt wie die Hölle. Es ist vielleicht gegen den schwach.
Ist es vielleicht gegen den Impel Down Wächter? Er ist am Schluss. Hey, los geht's. Unglaublich. Boah, na los, reißt euch zusammen. Also beide sie jetzt. Besiege deinen Gegner oder besiege. Ja, okay, wir sind jetzt zwei, also. Ja, Chichinchini. Verprügeln, verprügelt euch gegenseitig, das ist schön. Hast du beide getötet? Mhm. Geht es um, wer die meisten Punkte hat? Nein, einfach besiegen. So, okay. Also ist schnell geklärt. Komm, mach perfekten Sieg daraus. Nein. Dann mach Spezial. Boah, wenn ich das jetzt einsetze. Kann. Und recht mal. Ey, voll hinterhältig, Mann. Wirfst du mit Essen ab? Mann. Als kann mit Essen. Hier. Yeah. Ist möglich. Okay. Und sogar leicht. Okay. Und wir müssen das nicht machen. Tschüss. Tschüss.